Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu A Game of Dwarves. Jo, ich starte wieder direkt aus der Mission raus, weil wir auf der Übersichtskarte ja nicht viel zu sagen haben. Kann ich mir die paar Sekunden sparen, die wir auf der Übersichtskarte sind, oder die ewig lange Ladezeit. Legen wir lieber weiter hier los. Wir haben ja noch viel vor uns hier in der Magierbasis. Also im Elfenloch, besser gesagt, die Magierbasis war ja das andere Ding, die andere Mission. Und ja, wir haben noch die größte Basis als King's Quest. Dafür brauchen wir allerdings noch etwas mehr Gold. Wir haben hier, hätten wir ein bisschen Gold, in Form von Silber natürlich. Wir haben aber allerdings noch hier die Räume, in die wir reinbuddeln könnten. Ich glaube, das mache ich auch einfach mal. So. Gucken wir mal, wo es da lang geht. Ja, bei der Gelegenheit verschiebe ich auch schon mal, fange ich auch schon mal an, Betten und so zu verschieben. Um beim Militär weiter aufzustocken. Wir hatten ja, glaube ich, mal das Problem. Haben wir in der Mission überhaupt schon Militärs verloren? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Aber ja, der Raum hier eignet sich gut zum, als Militärbasis. Deswegen errichte ich hier auch gleich mal so ein Militärsymbol und schicke alle drei dahin. Alle drei Soldaten, die wir haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Tisch. Ja, am besten entweder den Festtagsbrei. Steintisch würde ich gerne hier aufstellen. Marmortisch, dafür haben wir nicht genug Ressourcen. Ja, nehmen wir den Festtagsbreitisch, der DLC-Tisch. Oh! Hier wäre ein Stein, hier wäre aber auch wieder Gnome. Ich könnte auf jeden Fall mir mal das Eisen von denen schnorren. Das braucht er eh nicht. Den Rest können wir ihm eigentlich lassen. Das heißt, wir graben jetzt als nächstes in diesen Raum rein. Und dann müssen wir weiter nach unten graben. So, den Tisch nach hier, und dann verschieben wir noch Betten und noch ein Gnom mit Hühnchen und Marmor und hast du dich gesehen, allem möglichen. Ja, ein Bett bräuchte ich noch. Und ja, ich brauche den Stein da oben. So leid mir das auch tut für den Gnomen. Und für den anderen Gnomen. Wir müssen jetzt leider feindliche Übernahmen hier machen. Weil wir brauchen die... Wir brauchen die Rohstoffe, die die beiden da so bewachen. Das bisschen Silber da können wir lassen. Und der Gnome schlägt sich gerade tapfer. So, fehlt nur noch der andere. Und es fehlt noch einer meiner Krieger. So, genau. Denn wir brauchen leider den Stein und wir brauchen das Eisen. Und das Marmor. Muss ich mal gerade kurz gucken. Haben wir nur noch drei Betten hier oben? Ja, ich bräuchte eigentlich hier ein viertes Bett wieder. Hier könnte ich Übungspuppen aufstellen, ein paar hier und hier oder hier unten. Oder hier. Hier ist ja auch Platz zum Üben.
Eisen und Gold und alles Mögliche hier. Gerade wieder an Rohstoffen. Ah, das erfreut ja das. Zwergenherz. So. Gleich wieder eine Leiter. Ja, wir könnten hier noch einen Stuhl aufstellen. Also zurück zum König. Haben wir schon mal genug Stein für ein Steinbett? Nein, dafür brauchen wir 150. Können wir aber einen Stuhl bauen? Ich könnte einen Turmalinstuhl bauen. Ich könnte einen Stuhl aus der glorreichen Vergangenheit bauen. Ja, das wäre eine gute Investition. Dann kommt der mal wieder weg. Hier, dann kann ich den hier halt hier runter verschieben. So, ist ein Stuhl schon mal neben dem Esstisch. Und ich kann den Stuhl aus der glorreichen Vergangenheit mit dem Marmor bauen, den wir hier haben. Und wenn wir noch mehr Marmor reinkriegen würden, was wir auch kriegen, weil da unten ist jede Menge Marmor. Können wir auch einen guten Marmortisch bauen. So. Ich brauche auf jeden Fall eine Leiter hier. Und da ist so viel Eisen. Das ist auch schön. Boah, ist da eine riesen Eisenader. Just listen here. Ja, den Text kennen wir bereits schon aus dem letzten Mal. Und hier gibt's noch ein bisschen Gold, also grab das Gold aus. Hey, Infidels. Nun, Elfen seid ihr wahrlich nicht, so viel steht fest. Der rote Magier hat uns schon gewarnt, aber wir konnten es kaum glauben. Zwerge, nicht nur lebendige, sondern auch noch voller Rachegelüste. Sagt mir, was hofft ihr an diesem Ort zu erreichen? Listen up. Nun, ehrlich gesagt, was mein Vater... Ehrlich gesagt, war es mein Vater, der wollte das... ich meine... Wir wollen natürlich unsere rechtmäßige Rache nehmen. Ach, so kurzsichtig. Ihr wisst wohl überhaupt nichts, was? Jo, da sind Gobbos drin. Oh Gott, da ist eine ganze Gobbo-Armee drin. Ein Forschungspunkt. Wir brauchen auf jeden Fall die beiden Forschungen jetzt als nächstes. Denn mit der knauserigen Armee kommen wir nicht weit. Und ich brauche mindestens noch einen Jungzwerg. Und da ist immer noch Marmor übrig. Okay. Dann bau mal bitte den Marmortisch. Den guten. So, der erste portet sich hoch. Ein 6er Goblin ist kein Problem für meine Armee. Oh, ich habe 2. Achso, ich wollte einen von denen zum Forscher machen, gell? Ja. Wenn er Level 5 erreicht hat. So. Weil dafür haben wir ja den dritten Tisch. Hm, was können wir hier verkaufen? Essen. Stein. Noch mehr Essen. Da unten wäre eine Goldader. Holz. Noch mehr Holz. Also ja. Wir warten, dass die Goblins zu uns kommen. Auch wenn es jetzt nur noch 3 Stück sind, weil wir 2 wahrscheinlich schon erledigt haben.
Ja, das ist schon mal gut. Nahrung haben wir genug. Gold wird langsam. Wir können Ressourcen verkaufen. Aber ich habe ja jetzt erstmal was anderes vor. Nämlich hier ein bisschen Auffüllarbeiten mit dem Holz zu tätigen. So, dafür verkaufe ich mal hier eins von den Dingern und baue hier mal zwei Leitern ein, dass der Baumeister runterkommen kann. Dann verkaufe ich den Tisch, weil wir haben ja den Tisch. Jetzt. Und noch ein Bett. Und ich vertraue einfach mal drauf, dass meine drei Zwerge mit den Goblins hier klarkommen. So. Kommen sie auch ziemlich gut, ja. Also kann ich mal den Tisch verkaufen. Und kann die Treffsicherheitsspezialisierung schon mal machen. Dafür bräuchte der allerdings noch ein Level-Up. Naja, die Goblins, um die kümmern wir uns nach und nach. Während wir uns auch hier um die Ressourcen noch kümmern sollten, die hier so stecken. Ich will nämlich wirklich gucken, dass ich so viel wie möglich an Ressourcen mitnehme. Weil zur Not kann ich dann Ressourcen verkaufen. Gelehrtenspitz, also jetzt noch das hier und dann. Oh, das wäre auch sehr wichtig für fürs weitere Vorankommen. Also die beiden Forschungen und dann gehen wir hier Umzug. Eigentlich sollten wir als erstes, nachdem wir die Militärspezialisierung vollständig freigeschalten haben. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass wir auf Obsidian stoßen würden. Okay, da ist ein böser Bub. Der es wohl auf unsere Zwergenarbeiter mal wieder abgesehen hat. So, was könnten wir mit Marmor noch Schönes machen? Deko bauen. Oder den Thronsaal besser verkleiden. Hier mit Marmor fließen. Ich will aber nicht die Statue einreißen, sondern... Tun wir das alles mal weg. Kurzzeitig, weil es im Weg rumsteht, während ich den Thronsaal auskleide. Gibt es eigentlich auch eine Marmortreppe? Nö, es gibt eine drakonische Treppe, aber die will ich nicht unbedingt. Oder eine eiserne Treppe. Ja, nee. So. Ganz vorsichtig alles verkaufen. So. Und jetzt kleiden wir alles schön mit Marmor aus, weil das kostet nur ein Marmor. Und ein Marmor-Thronsaal hat doch was richtig Dekadentes, sage ich mal. Genau, jetzt fehlen noch da oben die drei Stufen. Habe ich... Ja, da drunter habe ich... Hier fehlt noch. So. Und schwupps haben wir einen...
Thronsaal aus Marmor und haben immer noch genug Zeug übrig. So. Die Fackeln noch wieder hier runter und die... Nein, die Pflanze nicht. Die gehört dahin, wo sie steht. So.